So, nachdem die Regeln jetzt durch sind und nachdem wir jetzt eigentlich so ein bisschen alles fertig haben hier, es will zwar jemand wieder mit mir reden, aber das haben wir ja gleich fertig. Aber da wir das alles so fertig haben, können wir uns jetzt ja auch mal normale um die Quests kümmern. Wie gesagt, vielleicht machen wir noch so 2, 3 Quests, vielleicht auch ein großes Monster mal, um einfach zu sehen, wie die sich anfühlen. Und dann kommt definitiv auch bald der Stream. Wie gesagt, mit den Internetproblemen ist es halt, es hat sich auch alles halt sehr verschoben und so. Ich muss jetzt erstmal gucken, wann und wie ich den ersten Stream hinbekomme. Aber er wird auf jeden Fall kommen, keine Sorge. Das werden wir definitiv machen, ist klar. Jetzt mache ich vielleicht dann noch 2 Folgen oder so irgendwas, dass ich dann wirklich mal ein bisschen was auf Lager habe. So, wir können die Mädel. Was willst du von mir? Hey Jäger, weißt du, was ich dir jetzt verraten werde? Genau, wie du deine Jägerrangstufe erhöhst. Zum Erhöhen deiner Queststufe oder deiner Jägerrangstufe musst du für jede Queststufe bestimmte Quests abschließen. Von diesen Quests gibt es viele, aber wenn du sie alle abschließt, gibt dir die Gilde eine dringende Quest. Durch den Abschluss der dringenden Quest kannst du deinen Jägerrang um eine Stufe erhöhen. Dringende Quests sollten meist ziemlich schwierig sein, sei also gut vorbereitet auf... Wie bitte? Du willst wissen, welche Quest du abschließen musst, um die dringende Quest verfügbar zu machen? Tut mir leid, das darf ich nicht sagen. Okay, gehen wir für kurz davon aus, dass ich gerade selbst Gespräche führe. Du hast das nicht von mir. Damit kann ich mich richtig fies in den Dung setzen. Achte für Jägerrang 1 Quests auf den roten Frosch, das weiße Kaninchen, dieses gelbe Ding im Wasser, einen schrägen Vogel und... Nun, damit kannst du loslegen. Man hört, dieser fremde Jäger hätte alle Infos. Frag am besten ihn. Okay, fremde Jäger? Gibt's jetzt noch jemand? Nee, okay. Wunderbar. Das heißt, wir können da einfach weitermachen. Das heißt, die paar dickeren Viecher. Der Frosch. Das ist vielleicht der seltsame Vogel, vielleicht. Schau mal, es gibt ja einige. Oder das da. Es gibt viele seltsame Vögel, das ist halt das Problem. Der Hase. Wir machen ja aber sowieso alle Quests, das heißt, ist ja grundlegend kein Problem und das Ding am Wasser. Schauen wir mal, so, jetzt würde ich sagen, machen wir doch gleich mal, machen wir die Sammelquest. 20 Fahnen sind natürlich nicht wenig, muss man sagen. Shepard Room, Daimo, 20 Hermitauern, 20 tropische Bären ist viel. Die Pilze, die Kräuter sollte man nehmen. Wir machen mal die Fahne. Machen wir die mal und dann vielleicht nochmal eine Kampfquest. Das kriegen wir dann schon hin. Soll ich dafür meine Sammelrüstung nehmen? Hat die Sammeln? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wäre vielleicht sinnvoller als die Rüstung, ne? Wir werden gleich mal sehen. Weil, ja, wie gesagt, wenn die Sammeln hätte, dann könnte ich dort halt ab und zu ein bisschen mehr sammeln von den Farmen. Das wäre schon eine klasse Sache. Ausrüsten verwalten. Das ist die Berner. Da hat die bloß Laune, aber die wird grundlegend von Natur aus sammeln haben, oder? Oh, und sammeln plus 10. Das klingt gut. Jetzt haben wir wie viel? Ja, das sollte passen. Göttliche Laune und sammeln plus 2. Ja, perfekt. Das gefällt mir so. Legen wir los. Dann schauen wir mal. Wir haben auch die Waffe dabei, mit der wir uns ein bisschen wehren können. Das ist auch super. Ich muss jetzt auch dringend mal den Rundumschlag ausprobieren. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Werden wir aber gleich. So, Essen. Drachenabwehr von mir aus. Nee, Drachenabwehr ist was anderes. Eisabwehr. Sammelnmut Flüchtling, Klettermeister. Was nehme ich da denn jetzt? Ich weiß halt auch nicht, ob Sammeln nochmal triggert, wenn ich das eh schon habe. Aber es ist wohl nicht verkehrt. Es kann nicht schlechter werden, sagen wir so. Na, Sammeln und Waldmann. Jetzt könnte ich noch Spitzhacken mitnehmen, da es aber eh eine Weile dauern wird und ich eh nicht unbedingt so viel von dem Zeug brauche. Sollte das eigentlich passen. So, ewiger Farn. Legen wir los. Packen hier nochmal unser ganzes Zeug ein. Achso, wir haben kein Zeug dabei. Okay, gut. Mit so wenig Zeug, das wir natürlich mitgenommen haben. Klar, wir haben natürlich nichts mitbekommen. Okay. Einer von der Vökademie hat einen einmaligen Farm aufgetrieben. Schmeckt bitter und süß. Ideal für einen kleinen Schlummertrunk. Bringen wir ein paar bitte. Ja. Okay. Werden wir versuchen. Zack, wir nehmen alle Farbbälle mit. Rauben den Typen nochmal aus. Komm, gib mir alles, was du hast. Erste Hilfe. Gib mir mehr. Ein Psychoserum. Ist da noch mehr drin? Eine Sache könnte noch geben. Yes, null Bäre. Nochmal eine, aber eigentlich nicht.
0 Beere ist ganz cool eigentlich. Oh, Ration, krass. Jetzt gehe ich mal stark davon aus, dass er jetzt nichts mehr gibt. Schon die Ration hat mich überrascht. Weil er schon die, glaube ich, nicht einfach so mehr hergibt. Aber gut. Jetzt schauen wir mal, was wir so finden werden. Hier sollte bloß Gelee sein, nicht wahr? Das ist doch immer die Sache, wo ich mich so reinlegen lasse. Dass das bloß Geleebüsche sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, wir können uns hier auch ein paar Wettsteine holen. Ich meine, wenn wir jetzt eh schon mit der Sammelrüstung hier sind, können wir das gleich machen. Dorthin sind auch noch solche Dinger. Können wir die sammeln? So, Wettstein. Haben wir da gerade einen Frosch bekommen? Ich glaube schon. Ja, von mir aus. Ein Stein, aber ja, dass es hier relativ viele Wettsteine gibt, ist eigentlich eine schöne Sache. Da kann man dann den Vorrat mal ein bisschen aufstocken, weil ich glaube, Wettsteine, kann man sich Wettsteine kaufen? Ich bin mir gar nicht sicher, wenn dann sind sie... Wenn sind sie aber natürlich ein bisschen teuer, das heißt, man muss sie sich natürlich nicht kaufen, wenn man sie auch einfach so sammeln kann. So, was seid ihr denn? Könnt ihr auch... Ne, gibt keine Farne, oder? Farb, ja, es sind eher Bären. Ist schon richtig, dass das eher Bären sind. Das dort hinten eigentlich auch. Gehen wir mal weiter. Ich meine, es gibt noch genügend von diesen Büschen hier. Ich glaube halt echt bloß, dass die beiden beide Gelee waren. Ich bin jetzt nicht mehr 100%. Eine von beiden zu definitiv. Vielleicht nicht beide, aber gut. Egal. Der ist definitiv keiner. Oder? Okay. Wunderbar. Haben wir schon mal Nummer 1. Was bekommen wir noch so? Mehr davon. So. Machen wir weiter. Ich hätte mir jetzt natürlich auch irgendwie was vorbereiten können zu reden. Aber eigentlich gibt es nicht mehr unbedingt viel, worüber man reden kann. Die meisten Sachen habe ich jetzt schon angesagt von den Regeln her. Das sollte jetzt hoffentlich alles passen. Wenn nicht, wie gesagt, können wir natürlich ab dem Online-Modus auch nochmal ein bisschen was regeln, wenn da noch irgendwelche Probleme sein sollten. Aber ich glaube mal, dass wir das alles jetzt so hinter uns haben. Weil, ja, es gibt halt auch nicht so viele Sachen, die man jetzt da wirklich beachten muss. Klar sind es natürlich ein paar mehr Regeln als bei 4 Ultimate. Liegt aber natürlich bloß dran, dass ich jetzt auch mal die Waffenstärke definieren muss. Weil sonst die Leute viel zu übertriebene Waffen haben. Das ist ja aber eigentlich keine große Sache. Dort hinten sehe ich doch nochmal einen Busch, oder? Ist der respawned? War aber da gerade nicht? Nee, der ist in der Mitte vom Feld. Okay. Das war dann trotzdem so, dass zwei... Ach, der war links von uns. Oder rechts eher. Ah, es ist bloß ein Geleebusch. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es hier auch einen Geleebusch geben kann. Oder haben wird, keine Ahnung. Aber gut, von mir aus... Ah, wir haben doch schon ein paar Sachen. Wie viel haben wir jetzt? 6 Wettsteine daraus bekommen. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Dafür, dass wir einfach da bloß kurz gesammelt haben, sind Wettsteine, 6 Wettsteine jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. So, komm, gib mir noch ein bisschen Farn. Wie viel Farn haben wir denn eigentlich mittlerweile? Das sollte ich vielleicht mal nachgucken. Oh Gott, Armee der Katzen. Lass mich in der Ruhe. Wir sie einfach nicht getroffen haben, ne? Ist schon unglaublich. Okay, da hat jetzt gerade eine 1 ge... Oder? Nee. Wenn jetzt aber auch das Felfen geklaut. Und das ist ja das. Da wurde, glaube ich, nichts davon weggenommen. Gut, hier haben wir aber leider gar nichts rausbekommen. Wir haben 5. Das ist immer so, wenn man da drauf guckt und sieht, hey, wir haben noch gar nichts davon gefunden. Ich meine, das ist ein Viertel. Aber es dauert jetzt natürlich auch immer deutlich länger, die ganzen Sachen zu machen. Deswegen will ich jetzt auch nicht alle Sammelquests machen, weil die dauern grundlegend auch immer lange. Kann ich ja vielleicht auch mal bitte wieder einmaligen Farm haben? Wäre sehr nett. Danke. Wenn ich hier die ganze Zeit das Zeug nicht bekomme, dann wird das ein bisschen schwierig. Dort vorne haben wir aber gleich nochmal eine. Jetzt sind wir bei 7. Knapp die Hälfte. Ich meine, 20 ist auch nicht so schlimm. Wir hatten auch schon 20er Quests, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Nummer 8. Kann man nicht auch ab und zu 2 bekommen? Ich hatte das im Gefühl, dass es so war. Ich hoffe einfach bloß, dass sie uns nicht ausgehen. Es gibt ja so manchmal den Fall, dass es eigentlich nicht genügend Spots gibt und man deswegen dann erst auf Respawns und sowas warten muss von den Kräutern. Und das ist eine der ätzendsten Sachen. Dann kann man zwar hoffen, dass in 6 wieder welche Respawns sind, weil wir da ganz am Anfang waren, aber wie gesagt, das ist halt so widerlich, wenn man darauf dann hoffen muss, weil es kann gut gehen, muss es aber nicht. Das ist immer so ein gewisses Larvenextrakt, okay.
Achso, das sind jetzt die ganzen Gelees wieder. Ach. Das ist halt das nächste Problem. Es gibt hier so ein paar Spots, die einfach nichts abwerfen. Also halt die Gelees, klar, aber ansonsten nichts. Das ist halt immer das Ätzendste dran. Wenn du denkst so, hey, da ist noch ein Busch und dann so, ach toll. Wäre schön gewesen, wenn da ein Busch wäre. Da ist eine Habra. Aber ansonsten ist hier außer ein paar Knochen gar nichts. Schade. In 7 waren wir jetzt aber noch nicht und in 3 auch nicht. Wobei ich in 3 nicht sicher bin, ob es da diese Fahne gibt. In 7 aber... Oh, hi. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Ja, das ist dezent uncool. Aber hier ist auch kein Farn. Ich hätte gedacht, hier wäre Farn. Ja gut, dann tschüss, Zetsu Cobra. War schön mit dir. Oh, da. Die sind hier bloß blau. Lass mich in Ruhe, Frosch. Lass mich in Ruhe, Frosch. Ich sammle hier bloß Farn ein. Ich habe dir nichts getan. Ich habe dir nichts getan. Oh Gott. Au. Hey, wir haben wenigstens eins daraus bekommen. Uah. Ich will mehr. Gib mir mehr. Ach, komm schon. Na toll. Das ist alles für nichts. Ja, für eins. Wenigstens die zweite Runde war halt für nichts. Okay. Gehen wir mal im tieferen Wald schauen. Dort sollte es definitiv auch noch ein bisschen was geben. Wir haben 11. Ja. Okay. 11 ist doch schon mal gar nicht schlecht. Kann man was mit anfangen. Ich meine, es fehlen zwar immer noch 9, aber wir hoffen einfach mal aufs Beste. Wie gesagt, ich könnte auch schwören, dass es gewisse Felder gab, wo es einfach 2 Farne gab. Aber vielleicht täusche ich mich da jetzt auch. Wir werden sehen. Vielleicht gibt es die hier unten, ja. Das wäre eine schöne Sache. Aber hier unten gibt es, glaube ich, gerade mal gar nichts. Oh je. Ach, wenn die erste Sammelquest schon so anfängt. Wie gesagt, ich werde auch nicht unbedingt noch viel mehr Sammelquests machen. Weil Sammelquest solo im Online-Modus ist halt immer verdammt schwierig, weil du so viel sammeln musst. Es dauert dann halt meistens ewig. Also da haben wir doch jetzt, glaube ich, gerade mal 2 rausbekommen. 3 Stück, nicht wahr? 14? Ja, perfekt. Na also, und hier ist auch kein widerliches Vieh, was mich gerade eben angreift. Okay, ach, das sind wieder bloß so normale Sachen. Die blauen geben irgendwie nicht so viel. Ja, eine mal. Okay, 2. Ich habe nichts gesagt. Zwar haben sie am Ende jetzt auch wieder gegeben. Jetzt sind wir bei 16 und es fehlen noch 4 Stück. Wenn wir ganz großes Glück haben, dann finden wir die 4 gleich im nächsten Gebiet. Wobei ich es jetzt fast schon bezweifle. Ich glaube, hier gibt es eher Pilze. Ja, ja, ja. Da gibt es diese Unheilspilze. Da ist ein Blümchen. Da gibt es halt diese Unheilspilze. Die holt man ja von hier. Aber ansonsten halt nicht viel. Ah, Nummer 1. Komm schon. Nummer 2. Oh. Bitte. Jetzt Nummer 3. Jackpot. Ach, verdammt. Das war so klar. Na also, perfekt. Wir haben unser Zeug. Und damit können wir schnell raus. Zack. Wunderschön. Können wir hier nochmal gucken, ob es hier noch irgendwas gab. Wobei, ja, es gibt hier ein Zetsu Cobra. Na? So trifft man sich wieder. Alter Kollege. Schnell weg. Was, wie und wo? Okay, nee, hier haben wir nichts mehr. Da haben wir die Fische. Brauchen wir es aber gerade auch nicht. Okay, dann hat es ja perfekt gepasst. Das freut mich natürlich sehr, dass wir da jetzt nicht nochmal ewig durch die Gegend streifen konnten oder mussten, um das Zeug zu finden, sondern dass es relativ gut funktioniert hat. Schön, hier gäbe es auch nichts mehr. Nee, da wäre nochmal ein Busch, aber ich weiß es nicht. Eigentlich sollte der nicht Gelee sein. Aber haben wir den echt übersehen oder ist jetzt neu gespawnt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ist mir aber grundlegend auch gerade egal. Was wären die Nebenquests gewesen? Ach, 1 von 8 Yagis. Ja gut. Das ist auch nicht so wichtig. Ich meine, es gibt mir da ein bisschen Yagi-Zeug, aber ach, braucht man jetzt nicht unbedingt. So, gehen wir das Zeug ab. Zack, ja, perfekt.
haben wir doch Quest Nummer 2 schon mal geschafft. Das geht doch langsam, aber sicher voran, so muss man sagen. Das braucht zwar seine Zeit, aber hey. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir definitiv schon hin. Jetzt machen wir noch das Stinksblatt. Ich muss auch auf jeden Fall ein bisschen mit dem Sword and Shield probieren oder lernen, weil es ist eine Waffe, die ich eigentlich sonst nie benutze. Und deswegen habe ich jetzt natürlich auch noch nicht die Ahnung von den ganzen Kombo-Möglichkeiten und sowas. Ihr müsst mir jetzt aber nicht die ganze Zeit schreiben, was man damit alles machen kann und wie und was und wo. Ich werde da viele Sachen schon selber rausfinden und werde da auch meinen eigenen Weg finden, keine Sorge. Das wird schon funktionieren. So, Machaliterz, wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet und hier jede Menge Zeug von den Katzen. Ein Kelbihorn, krass. Kelbihorn ist richtig gut. Das ist theoretisch von der Quest so gesehen eigentlich ein richtiger Jackpot. Schön. Dann schauen wir gleich mal nach der nächsten Quest. Machen wir, wie gesagt, gleich nochmal eine Jagdquest hinterher, so eine kleine. Holen wir uns ja, 20 von den nächsten Viechern, die halt anstehen. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen quer durch. Aber das passt da eigentlich auch schon am besten. Werden aber gleich definitiv dann mal die Rüstung, weil die ist doch ein bisschen schwach auf der Brust. Das definitiv. Ich glaube, die hat eine Verteidigung pro Punkt. Man braucht zwar auch nicht unbedingt so viel mehr, vor allem für den Low Rank, aber... also zum Sammeln halt. Aber für die Dings, für die restlichen Sachen, würde ich doch dann ganz gerne wieder eine stärkere Rüstung empfehlen. Oder bevorzugen halt. So, na also. Außerdem sieht sie ein bisschen besser aus. Ich mag die Rüstung eigentlich. Haben wir damals eigentlich ganz gut zusammengestellt. Passt halt irgendwie auch. Vor allem das Bufango-Zeug sieht eigentlich nicht schlecht aus. Gehen wir essen? Ich meine, es kostet halt auch nicht so viel. Wir haben ja genügend Geld. Was ist das? Dem können wir das eigentlich schon gut machen. So. Es kostet nicht viel Geld und es bringt uns halt immer ein bisschen was. Auch die Ausdauer bringt uns halt, oder ist immer schön. Deswegen mache ich das schon so. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so haben. Hier haben wir keine kleinen Viecher. Nein. Straßensperre, Shepardrom, Daimo. 20 haben wir Tauern. Gehen wir doch in die Dünen. Das ist doch auch ganz gut. Haben wir ein bisschen Abwechslung. Verstauen. Jetzt haben wir hier natürlich deutlich mehr Zeug, weil wir klar jetzt gesammelt haben. Aber auch nicht schlimm. Packen wir alles weg und starten die Quest. Schön, ich bin gespannt, wo es uns hinführt oder was passieren wird. Die Metauern werden eine echte Plage. Sie lauern im Sand auf Händler auf, sodass wir kaum unseren Geschäften nachkommen können. Aber sei vorsichtig, auch ein Daimo-Herr-Metauer ist dabei. Na gut, dem werden wir wieder elegant aus dem Weg gehen. Das ist kein großes Ding. Nehmen wir das hier mal so mit. Das da und natürlich alle vier Kaltgetränke. Perfekt. Schön, dass es auch gerade bloß Gebiete sind, wo der Typ immer am Anfang steht. Das ist auch sehr angenehm. Spitzhacke. Komm schon, gib mir noch was. Eine Mega-Spitzhacke, wow. Die können wir fast schon hier nutzen. Und nochmal ein Kaltgetränk. Jetzt haben wir tatsächlich maximale Kaltgetränke. Hätte ich so auch nicht mit gerechnet. Na gut, ich glaube, die sind eher... Ja, wobei... Es ist schwierig, das zu sagen. Wo sind Hermitauern am ehesten? In drei sind auf jeden Fall immer welche. Aber... Ja, in den kleinen Gebieten halt eher so höhlenmäßig auch fast schon. Oh, das ist kein normaler Daimo. Ich meine, da, also das ist kein Hermitauer. Das ist ein Daimo. Man kann auf jeden Fall so einen Sprung zurück dann machen. Das ist ganz interessant. Das ist zack und dann wieder nach vorne und zack und wieder nach vorne. Das heißt, man hat so eine gewisse Endlos-Kombo. Das ist eigentlich ganz schön. Das gefällt mir. Und schnell weg. Oh Gott. Ich muss natürlich auch daran denken, dass ich jetzt den Konterstil habe. Das ist klar. Hi. Na, was geht? Oh Gott. Ja, Konterstil bringt mir natürlich nicht viel, wenn ich gerade den Versuch, meine Waffe wegzupacken und davon zu laufen. Ist da nochmal ein kleiner? Nee. Er versteckt sich bloß. Weißt, wir haben bisher noch nicht angegriffen, aber Hauptsache verstecken ist wichtig. Ihr seht mich nicht. So, in 5. In 5 sind eigentlich selten welche. Da sind eher Genpreys und so. Quatsch, in 10. Wäre jetzt nicht unbedingt das Gebiet, wo ich direkt nachschauen würde. Vielleicht, nee, wie gesagt, eher Genpei-Gebiet. Aber in 5 könnten sie sein. Von 5 können wir dann auch gleich nach 6 gehen. Dann gehen wir in 7 in der großen Wüste schauen. So machen wir das.
Weil ich glaube in zwei, also in der kleineren Wüste, gibt es auch immer welche. Aber in der großen? Ich glaube in der großen nicht, da sind eher Shepalos da. Oder Sephalos. Manche Leute beschweren sich ja immer, dass ich Shepalos sag. Man kann auch kleinkariert sein. Gut. Hier ist schon mal gar nichts. Gehen wir nach 8. Wie gesagt, in den kleinen Höhlen sind sie auch ganz gerne mal. Aber bisher haben wir echt nicht viel. Wir haben 2 von 20? Ach Gott. Die sind echt nicht häufig da hier. Ich hoffe aber mal, dass sie in der großen Wüste jetzt sind, weil ansonsten wird der ewig dauern, die ganzen Viecher zu erledigen. Wenn die halt so spärlich da sind. Ach, guck mal, hier sind jede Menge. Das ist eine ganze Invasion von den Dingern. Zack, und wir nach vorne. Was mache ich mit Dings? Okay, stehend mache ich dann Vorwärtssprint. Und wenn ich schlage, mache ich dann einen Schildschlag. Okay. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt noch mehr Kombos gibt. Wie gesagt, die werde ich dann mit der Zeit mal finden, das ist klar. Man kann halt auch schön mit dem Schild zuschlagen und dann halt so ein bisschen die Verwirrung triggern. Zumindest versuchen zu triggern. Bei Viechern mit dem großen Kopf ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit. So, ich kann auch blocken. Ich kann ja kleine Schäden blocken. Das wird wahrscheinlich größtenteils nicht für große Monster zählen, aber halt für so Kleinigkeiten schon. Windstöße könnte ich damit, glaube ich, auch blocken. Lebt das Ding noch? Nö. Windstöße könnte ich damit auch blocken und wahrscheinlich auch Schreie, wenn ich das richtig weiß. Also das ist eigentlich eine ganz coole Sache daran. Ist nur die Frage, wie oft ich das wirklich benutzen werde. Ohrstöpsel werde ich mir wahrscheinlich trotzdem immer noch machen. Und dann Windstöße blocken kann man mal machen. Wir werden sehen. Ich meine, mit dem Konterstil könnte ich jetzt auch durch Windstöße und Schreie durchrollen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Also, ich habe jetzt viele Möglichkeiten, aber ich werde wahrscheinlich bei alten Mustern bleiben. Da werde ich jetzt nicht, bloß weil ich jetzt die neue Waffenart spiele, alles komplett über den Haufen werfen. Weil die meisten Sachen eignen sich auch für Sword & Shield ganz gut, würde ich sagen. Also die ich sonst so mache. Meistens Schärfefähigkeiten und halt Ohrstöpsel. Und wie gesagt, das eignet sich eigentlich auch relativ gut für Sword & Shield. Vielleicht nicht perfekt, aber es ist auch keine große Negativsache. So, schauen wir mal in 2 und in 6 nach. Dort können noch welche sein. Wir haben jetzt natürlich ein paar geholt. Aber wir sind nicht bei 10, nee, bei 7. Ach je, und da ist einer, 2. Shepalos. Na? Also der eine ist natürlich schon mal interessant, klar, nur... Wie war das mit dem Zurückspringen? Nee, Zurückspringen ist X und A, oder? Wie war das? Oder das Zurückspringen, Zurückdrücken und... Weil das Zurückspringen ist eigentlich ganz interessant. Nee, es ist jetzt gerade eben nicht... Okay, ja, es ist tatsächlich... Das ist eigentlich super interessant, dieser Sprung zurück. Der gefällt mir, den muss ich mir dringend merken. Das ist so ein bisschen wie der X- und A-Angriff von, vom Langschwert. Einfach bloß dieses seitliche Schwung, mit dem man sich immer schön positionieren kann. Das ist da genauso. Das gefällt mir also schon sehr, dass ich den jetzt hab. Hier sind auch keine von denen, hä? Wie gesagt, die sind schon echt ziemlich selten gerade. Das gefällt mir nicht. Ah, hier haben wir auch Wettsteine. Okay. Ich meine, wenn ich eh schon hier drin bin, nehme ich es natürlich auch gleich mit, ist klar. Jetzt nur die große Frage. Ich meine, 3 können wieder welche Respawns sein, aber das ist halt echt nicht viel, was wir hier so bekommen. Guck mal, hier bekommen wir doch richtig gut Wettsteine. Na also, perfekt. Aber die Eisbeute ist jetzt wirklich nicht groß. Wir haben jetzt alle Gebiete der Karte abgesucht und haben jetzt 9 Stück? 8? 9, okay. Ach. Wir werden sehen. Wenn wir Glück haben, ist da hinten noch einer. Oh, da Emo. Hi. Lass mich in Ruhe, dann lasse ich dich auch in Ruhe. So ist der Deal. Mal sehen, ob er sich dran hält. In 7 waren viele, die müssen jetzt aber natürlich erstmal alle nachspawnen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die anderen Gebiete und prüfen dort so nach, ob dort noch irgendwas ist. Ich will jetzt auch dringend mal den Rundumschlag probieren. Nur da habe ich halt gerade auch keine große Verwendung für, da wir die Viecher auch immer bloß so einzeln bekommen.
bei der nächsten Krabbe probiere ich es aber mal. Ja, hier ist wenigstens eine wieder. Ah, zwei. Perfekt. Hätte besser laufen können. So, Rundumschlag. Oh, wow. Die Angriffsreichweite ist gut. Okay, bei einer fertigen Combo kann ich das nicht ausführen. Ja, die war auch wieder fertig. Okay. Ich meine, wir machen gar nicht schlecht Schaden. Aber ich muss nur damit klarkommen, dass ich die Kombos nicht immer komplett fertig mache. Hier haben wir wieder keine Biester. Aber hey, jetzt fehlen bloß noch 9. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. In den ganzen Höhlen waren bisher keine. Was mir aber auch ein bisschen Sorgen macht, weil dort habe ich eigentlich auch in Erinnerung, dass dort immer ein paar sind. Das heißt, wir haben dort natürlich dann schon ein paar verloren. Dafür sind 7 halt extrem viel. Komm schon. Da sind 3. Vielleicht sogar 4. Dann wären wir trotzdem erst bei 13, 14. Nee, 14, 15. Ja, okay, wir sind bei 15. Aber 5 Stück werden in 2 nicht rumhängen. Dieser Daimo verfolgt mich wieder die ganze Zeit. Meine Güte, lass mich in Ruhe. Dumme Krabbe. Gehen wir nach vorne und... Oh, das hat gerade noch so gereicht. Kommt zwar dann nicht so wirklich seitlich hin, aber egal. So. Ich habe schon wieder einen Rundumschlag. Das ist echt krass, wie schnell der auflädt. Das gefällt mir eigentlich schon. Komm schon, ich will mal da durchkontern. Weißt du, dann greift mich halt überhaupt nicht an. Ich kann nichts kontern, was mich nicht angreift. Es ist unglaublich. Na also, geht doch. Das ist richtig... Oh, man macht damit einen Sprungangriff. Wie krass. Da bin ich eigentlich gerollt, aber egal. Oh, spawn neue Krabben. Nee, das waren die beiden. Rundumangriff. Zack. Hat es die andere erwischt? Ich glaube schon. Ja, die ist erledigt. Du eigentlich auch. Ja, okay, noch 5 Stück. Ah, da hinten ist... Spawn vielleicht bei... Aber normalerweise spawnt Daimo keine Hermitauern. Das macht eigentlich keinen Sinn. Das macht, glaube ich, echt einen... Wobei, jetzt habe ich es gerade nicht gesehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es bloß ein Punkt war, wo ich nicht springen konnte. Schauen wir mal. Das wäre aber natürlich super interessant, wenn ich damit tatsächlich einen Sprungangriff triggern würde. Ich meine, es ist nicht so krass wie der Aerial-Stil oder halt Glefenspieler. Aber es hat schon eine interessante Sache an sich. Großes Problem ist bloß, dass hier jetzt halt gar keine Hermitauer mehr ist. Verdammt. Die Viecher werden echt selten. Da. Wenigstens einer, aber ich gehe langsam auch drauf. Da ich aber die ganze Zeit in der Wüste rumrennen. Jetzt können wir natürlich in 3 nochmal gucken. Und einfach hoffen, dass da dann genügend zusammenkommen. 3 Stück sind noch da. In 3 spawnen normalerweise immer 2. Und dann hoffentlich, dass in, hoffen einfach mal, dass jetzt in den 3 einer respawnt ist und in 7 2. Und dann hätten wir es. Ja, werden wir sehen. Das ist aber schon eine knifflige Sache. Ist nicht ganz so einfach. Es sind halt auch selten schnell solche Quests, wo 10 Minuten um sind, wie man sieht. Ah, hier sind 2, okay. Da einfach die Monster nicht da sind. Wenn wir jetzt wirklich 20 Monster auf der Karte gehabt hätten, dann wäre das gar kein Problem. Aber hier muss man halt wirklich öfters mal durchgehen, um die ganzen Viecher zu bekommen, was immer, wie gesagt, ein bisschen ätzend ist. Und du bist erledigt. Dann damit fehlt bloß noch einer. Kommt der vielleicht hier noch raus? Nee, es wäre zu schön gewesen. Na gut, auf nach 7. Hä? Ach, da, guck mal. Wo bist du denn hergekommen? Ich glaube, die spawnen... Vielleicht habe ich da auch ein bisschen Blödsinn gemacht, weil ich glaube, die Viecher spawnen ab und zu auch erst, wenn die anderen erledigt sind. Dass da vielleicht nochmal so das ein oder andere nachspawnt. Na, also. Haben wir es doch geschafft. Was ich auch noch ausprobieren will, ist... Wie ist das nochmal gleich mit dem... Ich kann einfach... Nee. Blocken und Y. Ja, genau. Ich kann ja mit gezogener Waffe was essen. Wenn ich einfach block und dann die Benutzen-Taste drücke. Damit kann ich, glaube ich, auch Sachen werfen, oder?
Haben wir gerade einen Stein oder sowas? Nee. Farbball will ich jetzt gerade eigentlich nicht werfen. Das ist aber eigentlich ganz cool. Das ist eine coole Sache, dass man damit eigentlich alles benutzen kann. Wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass man auch Sachen werfen kann währenddessen. Und das macht die Sache natürlich schon ganz cool. Wie gesagt, Sword and Shield ist eigentlich auch gar keine schlechte Sache. Ich benutze es halt nur selten. Aber das macht die Sache natürlich umso spannender, das jetzt wirklich mal richtig auszunutzen. Wir machen halt bloß gerade überhaupt keinen Schaden mehr. Wir haben das Ding zwar schnell betäubt bekommen, aber jetzt fehlt uns halt der Schaden komplett. Jetzt kommen wir nicht mal mehr durch, meine Güte. Ich wusste ja nicht, dass das Ding schon eine Panzerung hat. Okay, schön. Damit haben wir aber doch die erste Krabbenquest hier gerade mal erledigt. War jetzt nicht ganz so einfach, weil wir halt mehrere Male hin und her laufen mussten. Aber im Endeffekt hat es doch geklappt. So, scharfe Klauen, wunderschön, Stein und Feuerambrosia. Mehr von mir aus. Wenn es denn sein muss. Sehr voller Schuppe. Sehr schön. Und ein Stein. Wunderbar. Dann geben wir die Quest ab und dann, wie gesagt, machen wir jetzt vielleicht nochmal ein größeres Vieh zum Abschluss.